Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mal rundum Ausschlag, keine Ahnung. Ja, worum geht's heute? Es geht heute mal wirtschaftlich überhaupt generell um die Situation. Geht natürlich auch um den Dampf von gestern. Gestern sind ja die Kurse richtig runtergerauscht. Aber wie ich in dem Video schon gesagt habe, werden wir jetzt hier im September nichts investieren. Wir warten ab, wir lassen das Geld auf der Seitenlinie und werden jetzt den September mal einfach abwarten und gucken, was da so passiert. Denn es kommen noch weitere Zahlen. Die EZB wird sagen, wie weit sie dann den Leitkurs erhöhen wird oder wie hoch. Ich gehe mal von einem Dreiviertelprozent oder vielleicht sogar 1% aus. Werden wir sehen, denn die Inflation hier sprengt alles. Und wenn ich dann so gerade dabei bin, muss ich doch mal sagen, zurück zum Titel, lasse ich gern unserem sehr geehrten Wirtschaftsminister hier die Einladung sprechen fürs Video. Bitte, Herr Habeck. Es wird ein harter Winter. So, und da hat er auch nicht Unrecht. Denn wenn ich das so angucke, was mit den Gas- und den Strompreisen passiert und wie untätig ja das alles so gerade vonstatten geht, kriege ich das wahre Grausen. Ja, wirtschaftlich ist die Welt gerade ein bisschen am Abkacken und da muss ich jetzt einfach mal reinhauen und das ist auch so ein Grund. Ich habe gestern eben das Interview gesehen mit Herrn Habeck und bei Maischberger und da muss ich sagen, ich habe da nur gedacht, so, oh, bin ich froh, dass ich in Krypto investiert bin. Ich hoffe, du auch. Denn nochmal, ich wiederhole mich da sehr gerne, ja, gebetmühlenartig, wir investieren ja in die Technologie und nicht in den Kurs. Und natürlich tut so ein Dump extrem weh, wenn man investiert ist, aber hey, es ist volatil, es sind wirtschaftlich schwierige Zeiten und ja, da müssen wir jetzt eben durch. Nicht nur wir müssen da durch, sondern eben auch unser Mittelstand. Und da möchte ich jetzt wieder das Wort übergeben an den Herrn Wirtschaftsminister. Bitte sehr. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen. Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich noch mal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Wenn eine Firma nichts mehr verkauft, dann macht er einfach zu und es ist ja keine Insolvenz. Ja, wir lassen mal die Mitarbeiter außen vor, die da arbeiten, die ihren Lohn brauchen. Oder wir lassen mal die Lieferanten außen vor, die dorthin liefern, die da natürlich auch ihr Geld wollen und brauchen, um deren Mitarbeiter zu bezahlen. Jetzt habe ich mal ein bisschen rumtelefoniert, habe mich mal informiert, wie es denn da so aussieht bei meinem Kunden. So, mal ein paar kleine Beispiele. Kommen wir zum Thema Gas. Ein Kunde von mir hatte bislang Gaskosten im Jahr von 250.000 Euro, sehr gaslastiger Betrieb. Okay, 250.000, könnt ihr ja mal schnell überschlagen, da arbeiten ca. 100 Menschen. So, die Gaspreise sind explodiert auf 1 Million Euro. Ich habe das mal überschlagen, ja. Einfach nur 100 Menschen, die da arbeiten, so und so viele Tage im Jahr, Urlaub, Wochenende, alle abgezogen, da haben wir pro produktiver Stunde Mehrkosten pro Mitarbeiter von 4,50 Euro. Pro Stunde produktive Arbeitszeit. Stromkosten, ich habe einen Kunden, der hat knapp 16.000 Euro Stromkosten pro Monat. Ja, der hat aber noch einen alten Vertrag. Jetzt, wenn es mit der Strompreisentwicklung so weitergeht, da können wir mal plus 40%, ja. Wir reden jetzt nicht darüber, Preisunterschied Industrie und privater Haushalt, denn die Industrie zahlt natürlich weniger.
So, jetzt wenn wir da mal 40% draufschlagen, dann können wir uns mal vorstellen, wohin die Reise geht. Die hat noch einen alten Vertrag. Und die ganzen Stromzulieferunternehmen, die haben ja jetzt mit diesen neuen Verordnungen von unserem Bundestag, haben ja die Möglichkeit jetzt eben, das abzuändern und eben diese Preisnachteile jetzt an den Endkunden weiterzugeben. Sprich an ein Unternehmen, bei dem 40 Leute arbeiten. Sind ja nur Arbeitsplätze. Wie soll man das bezahlen? Und dieser Betrieb ist unglaublich stromlastig. Nicht nur, dass er stromlastig ist, der arbeitet auch viel mit Metall. Und jetzt reden wir mal andersweitig. Jetzt reden wir und guck mal, weil der Herr Habeck sagt ja, das ist ja nicht insolvent, wenn man da einfach mal einstellt. Die Firma Akitur Metall hat jetzt Kurzarbeit, nicht nur Kurzarbeit angemeldet, die schließen jetzt auch zwei Hochöfen. Was bedeutet, dass natürlich dort auch Arbeitsplätze wegfallen. Das ist so, weil die Energiekosten zu hoch geworden sind. Also wird auch kein Stahl mehr produziert, dann gehen die Stahlpreise noch mehr durch die Decke. Und wenn man sieht, dass die Chinesen gar nichts mehr exportieren an uns, oder die Russen, ja, aufgrund Embargos etc., dann können wir uns vorstellen, wohin die Metallpreise gehen. Es ist so ein Teufelskreislauf, der sich hier auftut. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und die Mehrkosten, ich sage ja immer, okay, spart so viel ihr könnt und vielleicht da mal ein bisschen was investieren, einfach nur, um zu gucken, dass wir unser Geld safen oder da ein bisschen mehr machen, denn Krypto ist die Zukunft. Die Blockchain-Technologie wird angewandt werden, aber Tausende von Unternehmen investieren noch und nöcher Milliarden an Euro und Dollar da hinein in diese Technologie und es ist nun mal die Zukunft. Ja, dass das jetzt für uns alle extrem schwer ist, ist mir völlig klar. Es ist auch für mich schwer, da mal so 25 Euro oder so 50 Euro abzuzwacken. Ja, wenn ich einkaufen gehe, trifft mich der Schlag. Ja, wo du früher für 50 Euro gut eingekauft hast, ja, dann kriegst du jetzt auf einmal eine 100-Euro-Rechnung, obwohl du schon auf die Preise geguckt hast. Unfassbar. Okay, aber deswegen wieder der Aufruf, Leute, haltet euer Geld zusammen, spart, wo ihr könnt und wie ihr könnt. Ja, ob das beim Einkaufen ist oder je nachdem. Und wenn die Firmen zumachen, eure Arbeitgeber, ihr wisst ja, was unser Herr Wirtschaftsminister sagt, das ist ja nicht Insolvenz, die machen halt nur zu. Wie ihr dann klarkommt, werdet ihr sehen. Deswegen auch die Sparprogramme, die jetzt die Bundesregierung jetzt wieder erneuert hat und verlängert hat. Und jetzt gibt es halt für die Renten und für die Studenten und für jetzt gibt es Wohngeld und es gibt Bürgergeld. Also es gibt jetzt wirklich viel, viel Geld für Menschen, die nicht arbeiten. Gut, ja, hören wir alle auf zu arbeiten. Dann drucken wir Geld und allen geht's gut. Oder wie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht, wie das funktioniert. Ich bin echt sprachlos, aber nicht ganz sprachlos. Denn, wie gesagt, wir investieren, wir gucken, wir sparen und wir hoffen jetzt wirklich, dass wir da einigermaßen durchkommen durch diese Zeit. Jetzt haben sie ja Gott sei Dank schon mal 2 AKWs als Reserve, bleiben die jetzt am Start. Also das heißt, wir können immer noch ein bisschen Strom produzieren und dann einigermaßen dann über den Winter zu kommen. Denn wir haben ja durch diese Energiewende, es ist ja auch wirklich so, dass wir halt Gas auch benutzt haben, um eben Strom zu erzeugen, weil die Windkrafträder halt nicht dauernd gelaufen sind. Ja. So, und wenn ihr jetzt in die Kommentare schreiben wollt, dass jetzt Mama Merkel dran schuld ist, ich glaube mittlerweile nicht wirklich. Ich denke, dass die sehr wohl gewusst hat, wie abhängig wir von Russland sind. Und es gibt halt Dinge, die kann man halt nicht einfach so ändern. Und da müssen wir jetzt durch. Der Krieg ist furchtbar, keine Frage. Wir müssen da jetzt durch. Und ich hoffe einfach nur, dass unsere Politik auf die Wirtschaft guckt. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, das sag ich jetzt mal ganz klar. Knapp 90% aller Steuereinnahmen in Deutschland werden verursacht durch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Okay, 90%. Der Bundestag schafft keine Steuern. Beamte schaffen keine Steuern. Ämter schaffen keine Steuern. Das sind die Arbeiter, das sind die Angestellten, die eben bei kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten. Großkonzerne zahlen keine Steuern. Die wissen, wie man sie umgeht, weil sie die Möglichkeit haben, die haben ja ganze Abteilungen voll mit Steuerberatern, die genau das berechnen, wie man eben keine Steuern zahlt. Aber die Angestellten, der Schreiner, der Bäcker, meine Leute, wir zahlen die Steuern.
Und wenn es so weitergeht, werden wir hier völlig verramst. Okay, ArcelorMittal ist ein Riesenkonzern, keine Frage. Aber auch dort fallen jetzt Arbeitsplätze weg. Götz, Schuhkette, insolvent. Hakelfeucht, insolvent. Es wird so weitergehen. Die Nachrichten werden jetzt auf uns einprasseln. Leute, bleibt vorsichtig, bleibt sparsam. Guckt auf euer Geld. Und ja, das war's jetzt mal. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Ich könnte das den ganzen Tag tun, mich so ab. Ja, wirklich furchtbar, wenn ich sehe, was da so passiert. Klar, wir brauchen Energiewende, wir brauchen neue Strukturen, allen drum und dran. Aber auf wessen Kosten? Weil, wenn ich das anschaue, ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert, das war der mit den Stromkosten, der hat mir erzählt, wie kann das sein, dass ich in Österreich 1,80 Euro für den Diesel zahle und hier lese ich 2,25 Euro. Wie kann das sein? Soll vielleicht unsere Regierung und unsere Führung dem deutschen Volke, steht auf dem Bundestag, sollten die nicht anfangen, vielleicht einmal im Steuersystem was zu ändern? Vielleicht einmal die Einkommensteuer ein bisschen reduzieren, dass die Leute mehr Geld haben, dass die einfach mal wieder aus eigener Kraft sparen und sich was aufbauen können. Wenn ich 5.000 Euro verdiene, brutto im Monat, unfassbar viel Geld, dann habe ich 3.000 netto. Ja, hallo? Wie kann das sein, bitte? Wie kann das sein? Und die Lohnnebenkosten sind ja noch gar nicht berechnet. Es sind ja nicht nur die 2.000 weg. Der Arbeitgeber zahlt ja auch nochmal einen Pfund obendrauf. Ja, dann sind es ja schon nochmal 1.000, die noch weg sind. Das meine ich damit. 90% der Steuereinnahmen kommt von KMU. Klein- und mittelständische Unternehmen. Oh, ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall da draußen, hey Leute, werdet Zeit, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und dann kommen wir auch durch die Zeit und wir sehen unsere Kurse und die sind gestern runtergerauscht. Kack. Hey, halten, warten. Der Bullrun kommt auf jeden Fall. Das war schon immer so. Auch die Wirtschaft wird wieder wachsen. Auch das war schon immer so. Und in dem Zuge, wie gesagt, bleibt gesund, Leute. Ich tue alles dafür, dass ich bleibe. Und wir sehen uns im nächsten Video.